Ja, liebe Leute, damit ein allerherzliches Willkommen zu einer neuen Session hier beim Train Simulator. Und wir sind unterwegs mit dem Eurocity, mit der Taos vorn dran, mit der Galilei-Lackierung. Ich finde, das sieht wirklich schön aus. Und fahren von Schwarz auf St. Veit, da sind wir jetzt gerade, nach Salzburg auf der neuen Strecke, wie gesagt, von RSSLO. Und die haben das richtig schön dekoriert, mit richtig viel Schnee da, mit den Assets, sieht richtig geil aus. Und auch die Wagen sind eingeschneit, haben wir jetzt hier. Sind auch noch ein paar andere Züge eingeschneit im gleichen Thema. Wir fahren aber nicht mit der Taos von RSSLO, die finde ich doof. Wir fahren mit der von Just Trains. Von Rageit Advanced, die ist auch bereits aufgerüstet und wir lassen die Leute auch bereits einsteigen und die finde ich halt einfach besser als wie die von RSSLO, also der Stock-Variante. Und ich würde sagen, wir lassen die Zeit mal weiterlaufen, gehen in den Führerstand und dann ist Abfahrt. Also Pause weg und ich hoffe, der Ton passt. Wenn es in-game zu laut ist oder ich zu leise, dann müssen wir es halt einfach sagen, ne? So. Jetzt höre ich aber nichts. Das ist doof. Jetzt höre ich auch was. Gut. Ab in den Führerstand. BCP, SIFA habe ich ausgemacht. Ich will jetzt einfach ein bisschen mehr Spaß fahren, um zu gucken, wie sie es hier gemacht haben. Sankt an den Pong aus, wenn wir stehen bleiben, nächster Halt und damit Abfahrt. Ich glaube, wir haben im Stream keinen Ton, kann das sein? Ich glaube, zumindest vom Spiel haben wir keinen Ton. Schauen wir da mal ganz kurz. Nö, es sollte eigentlich da sein. Ich muss das mal ganz kurz prüfen. Doch, nee. Wir haben im Stream von allem Ton. So, da. Ich fasse natürlich wieder mit dem Rail Driver. Oh, Radstopf wollen wir natürlich nicht haben. Was ich auch noch gemacht habe, ist das Wetterpack-Austausch. Von dem zum Armstrong Powerhouse. Das sieht mir ein bisschen realistischer aus. Die AFB gar nicht an. Jetzt ist sie an. Ja, wunderbar. Sagt ja an den Pongau. Ja, das war mal so ein kleines Dörfchen, wo ich mal gewohnt habe. Man sieht sogar das Haus hier im Simulator. Mega witzig. Gehen wir mal kurz nach draußen. Jetzt hier auch total verschneit dazu. Bremst man nicht so schön. Wenn es jetzt aussieht, gleich auf die 90. Sehr gut. Ein bisschen Panorama hier. Ja, im Originalszenario wäre es natürlich ein bisschen heller, aber jetzt, es ist knapp 7 Uhr. Haben wir eigentlich eine Ansicht von innen? Nein, haben wir nicht. Macht nichts. Mich interessiert sowieso mehr, wie sie das hier im Winter dargestellt haben.
Die Sommervariante gibt es übrigens auf meinem Channel, der 360 Dude. Das Video ist gerade vor kurzem online gegangen. Könnt sich die ganze Strecke mal anschauen mit jedem Bahnhof. Und bis jetzt würde ich sagen, Kaufempfehlung. Vor allem das in den speziellen Szenarien, so wie denen da, mit Winter, haben sie richtig schön gemacht. Also mal schauen, ob wir da irgendwie verschneite Strecken sehen oder ähnliches. So jetzt gerade auf dem Bahnhof, dass die ganzen Bahnsteige zu waren. So, sind wir auch gleich da. Entschuldige den Mikroruckler, der hat es auch schon bei der ersten Fahrt gehabt. Vermutlich vom ganzen Nachladen der Bäume. Ich habe mir auch überlegt, ob ich es austausche mit dem Railjet. Aber, naja, lassen wir es mal. Mit den Wagen, die wir jetzt gerade hinten dran haben. Taurus gibt es auch in eingeschneiter Variante, aber eben, also man sieht es jetzt gerade da, aber das ist einfach die Stock-Variante und die wollte ich halt nicht fahren. Und alles zugeschneit hier. Ich glaube, ich war ein bisschen zu früh da jetzt mit dem Bremsen. Das war zu früh. Aber echt schön gemacht mit dem ganzen Schnee da. Ich meine, das Treppenspiel mit der Taurus, das ist schon was echt Uniques. Gerade wenn sie dann anfährt. Das hat schon was. Aber ich mag auch die Lackierung mit Galileo Galilei. Ich weiß auch gar nicht die Story dahinter, wie es zu dem kommen ist. Aber sieht echt schön aus. Also gern mehr davon. So. Bischofshofen, dann nächste Halt und ich glaube, dann geht's durch bis nach Salzburg. Hat's. Oh, das quietschen. Also Sandmodell haben es echt gut gemacht. Wir rutschen hier. Schön. So, gehen wir wieder rein. Ist kalt hier. Ist natürlich auch schon Zusatzaufwand hier, da die ganzen Zusatzassets zu machen. Nur für das, dass Winter ist. Für das Szenario. Aber wirkt dann halt ein bisschen authentischer, ne? Also wenn ihr bestimmte Ansichten haben wollt, im Livestream müssen wir da sagen, also draußen, Cinematic etc. oder lieber hier drin, mache ich alles gerne. Merkt den Schnee auf alle Fälle beim Fahren. Ja, das mag's ja nicht. Ah, 50, halbe Leistung, wenn man so will.
Also ich muss sagen, das Redesign da mit dem Schnee, das ist geil. Das werde ich auf alle Fälle mal in anderen Szenarien mal benutzen. Mit Winter. Weil ansonsten schauen die Loks halt einfach total sauber aus. Also so wie da vorne. Da ist kein Hauch Schnee dran. Aber da sieht es mit den Wagen viel geiler aus. Jetzt muss man also so LO lassen, dass wir da so ein cooles Redesign gemacht haben. Und das ist eine Ho-Variante. Generell auch die Strecke ist wirklich gut gelungen. Also ich mag sie. Keine großartigen Fehler entdeckt, bis auf die Haltemarken. Ich weiß aber nicht direkt, ob das jetzt Fehler sind bei den kleinen Bahnhöfen. Da warte ich noch auf Feedback. Ansonsten wirklich gut gemacht. Und ja, zum Fahren reicht's. Also da kann man ein paar schöne Szenarien hier drauf machen. Hab auf alle Fälle Spaß. Da schaut's mal. Auch wieder eingeschneit. City-Chat-Garnituren. Ja, und entschuldigt die Mikroruckler. Wir kommen bei der Strecke halt immer wieder mal vor. Generell Taurus-Fan oder eher L44, 42, 1042 oder generell England, so wie ich. Ich weiß, wie man so der Fan, der in England unterwegs ist. Ist nochmal ein bisschen runter. Also versprochen, ich mache schon nochmal die Tour mit SIFA, PCP und allem, was dazu gehört. Aber jetzt macht es gerade mehr Spaß ohne. Ja, ich weiß, es wäre mit realistischer, aber ich mag jetzt nicht. So, ohne dass ich nachschaue, ich wette, nach Bischofshofen fahren wir durch bis Salzburg. Eben, da ist nichts. Ich hätte auch mal Lust, die neue Western Austria Merch Route zu fahren. Also vom Arlberg bis nach Kufstein. Brenner auch dabei, bis Garmisch-Partenkirchen. Alles mit dabei. Das ist ein Riesennetz. Also da glaube ich, werde ich mal einen Rainshade nehmen und mal die komplette Tour fahren. Aber die dauert in echt auch schon 2,5-3 Stunden ungefähr. Also, oh Scheiße, zu schnell, wenn der aufpasst. Das werde ich auf alle Fälle nochmal machen. Eventuell in einem Livestream. Das bin jetzt nicht, das ist die. Was sind denn hier? Ging es aber ein bisschen stark in die Eisen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber war ein bisschen mein Fehler. So, jetzt sind wir dann auch gleich in Bischofshofen. Dann fängt eigentlich die schöne Bergstrecke auch an. Echt, glaube ich, vor 8. 6, 7, ja, vor 8 Jahren das letzte Mal da. Da in der Nähe war auch die erste Lakeside First, wer sie kennt. Sogar die Signale sind ein bisschen eingeschneit.
So, das sollte jetzt eigentlich passen. Schaut, dass sich ein paar Schienen eingeschneit haben. Ja, da hätte ich noch echt ein bisschen warten können. So, dann ein bisschen Verspätung haben wir. So, und da sind wir. Im zugeschneiten Bahnhof. Bischofshofen, alles weiß hier. So viel Schnee hätte ich gern in Zürich momentan. Und Abfahrt. Und es ist Salzburg. Ich hab's doch gewusst. Echt geil, was der Just Trains gemacht hat. Railworks Austria zusammen. Das ist wie die Musik, ne? Schauen wir mal, was Spannendes zwischendrin passiert. Trotz einer RTX 3070 haben wir hier nur 17, 18 FPS. Teilweise, zumindest beim ersten Test, ging es hoch bis zu 40 FPS. Aber durchschnitt ist so um die 20 FPS. Und die Grafikeinstellungen sind schon runterdreht. Das müssen sie echt mal weiter optimieren. So, gehen wir wieder mal vorne rein. So, stellen wir mal einmal kurz die AFB um, schon mal auf 100. Ist, glaube ich, auch die stärkste Lokomotive in Österreich aktuell, die Taurus. Oder Taurus 3 jetzt mittlerweile. Und der Kollege. Instrumentenlicht an hier. Na, ah, Innenlicht brauchen wir nicht. Ja, wobei, lass mal an. Ja, jetzt ist eigentlich locker flockig cruisen hier, sofern nichts dazwischen kommt. Bis Salzburg.
Also wenn ihr die Strecke spielt, schaut vor allem, dass die Drawing Distance auf dem Maximum ist. Also schauen die Berge doof aus. Den Fehler habe ich bei der ersten Fahrt gemacht. Weil jetzt bei dem Wetter sieht man es halt eh nicht, wegen dem Nebel und so. Aber wenn es richtig schön ist, sieht man es, wie die Berge nachladen. Also die AFB ist schon ein bisschen giftig beim Bremsen, muss man schon sagen. So, dann fahren wir gleich durch Werfen durch. Und dann sind wir auch bald da im Tal drin. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da eine zweite Merch-Version machen. Wenn sie so weitermachen, haben sie dann das Wichtigste vom österreichischen Netz dann bald abdeckt, bei dem, was sie alles umgesetzt haben. So, und jetzt werde ich dann gleich mal selber bremsen, weil die AFB ist mal dazu heftig. Das Ding rutscht hier durch beim Schnee. Südli. Ist doch gut. Wie umstellen. Ja, wahnsinnig schnell wird es jetzt hier nicht. Jetzt wollen wir hier durch das Tal durchfahren. Schauen wir mal ganz kurz hier raus. Ich werde jetzt S kaufen bis zum geht nicht mehr. Aber fahrt die Strecke unbedingt mal in echt. Ist wirklich schön da. Ich weiß nicht, ich hätte ja spontan eine Strecke, wo ihr sagen würdet, ah, da wäre es mal ganz cool, mit Railjet lang zu fahren. Muss auch gar nicht mal was Echtes sein. Also im Sinne von, dass er da mal wirklich gefahren ist. Aber man sagt, ja, Hochgeschwindigkeitsstrecke oder auch nicht. Da fahren wir mit dem Railjet mal. Generell muss ich sagen, mit dem Railjet zu fahren ist sehr angenehm. Bin ich jetzt schon ein paar Mal. Und generell von der Ausstattung her, vom Komfort, das wirklich tadellos. Ich meine, die Wagen, was wir jetzt gerade hinten dran sind, die finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also vor allem die Abteilvariante, nicht die Großraumwagen.
Aber Railjet ist halt schon immer eine eigene Klasse. Gott, die erste Klasse. Das bin ich einmal gefahren nach Wien. Also dann kriegst du dann von Angestellten einen Orangensaft, ein Frühstück, die Zeitung und so. Ja, so kann man fahren, ne? Also die Steckdosen, WLAN überall. Weil ich glaube nur in Österreich, zumindest war es damals so. Also beispielsweise, wenn du in die Schweiz fährst, hast du natürlich kein Internet mehr. Aber ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile geändert, dass du auch da dann Internet hast. Doch, ich glaube schon. Als ich letztens von Zürich nach Kufstein gefahren bin, im Railjet, glaube ich, hatte ich im Railjet Wi-Fi Internet. Klar, könnte man sagen, gute alte Zeiten, die alten Wagen nutzen. Klar. Aber wenn man dann so Sachen hat wie WLAN und so, ist es halt schon was Feins. Und Steckdosen. Gut, die hatten auch schon Steckdosen. Bin da eigentlich jetzt komplett ohne erste Klasse unterwegs? Ich meine, da mal 2D. Ich muss mal ganz kurz das größere Hut aufmachen. Servus, Kollege. So, zweite Klasse. Auch zweite. Alles zweite. Ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Eurositter-Sprinter. Auch kein Speisewagen. Die Wagen sind natürlich jetzt für Corona super, wenn du da Abteile hast. Ich entschuldige. So, das hat, machen wir wieder kleiner. Braucht es nicht so groß? Also 7:36 am Ankommen, 7:33 nach der Berechnung. Kommt doch nicht hin. Dass wir da. Ja, ich bin mal gespannt. Ich kann mir schon sagen, jetzt mit dem Raydriver macht es einfach so viel Spaß. Wenn ich dann die Controller für den HSD habe, das wird dann richtig Porno zum Fahren. Mit dem Controller muss man überlegen, weil der neue Rechner, der hat schon Meter an mit 2800 Steine. Habt ihr gesehen? Da hat es gerade nachgeladen, das habe ich zuerst gemeint. Der HSD-Controller ist auch nochmal so 1,3. Yeah. Das ist ein teures Jahr. Südli.
Muss mal ganz kurz nochmal den Ton prüfen, einen Moment. Der ist okay, aber... Ich weiß nicht. Ich mach das mal ein bisschen lauter hier. Muss mal ganz kurz nachgucken. Doch, ist okay. Komisch. Das ist echt schräg. Also bei Twitch, wenn ich es mal parallel zur Kontrolle anhöre. Ich weiß nicht, wie mir das hier passiert. Gehen wir wieder im Führerstand rein. Kann ich das Licht wieder ausmachen? Das will nicht wieder ausgehen. Wo ist der Schalter dafür? Führerstandsbeleuchtung. Ach, das ist ganz hell. 230 Höchstgeschwindigkeit. Das haben wir es auch gesehen. So, ich wollte es eigentlich ausmachen. Geh aus. Okay, nochmal zurück. Ist aus. Gut. Schaut euch mal das Tal an. Riesen Berge. Also in echt ist einfach echt ein Blickfang. Geräusch ist es. Ganze Zeit. Ist aber auch hier drin. Da schon wieder. Also wenn sie mal dabei ist, bitte gerne in den Live-Chat. Ich weiß nicht, ob die Taus das wirklich durchgehend macht. Was auch immer das ist. Und wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, sind wir dann auch bald raus aus dem Tal. Und dann dürfen wir wieder schneller fahren. Und dann sind wir danach schon in Salzburg. Ach, das ist jetzt die Intervallschaltung. Okay. Doch ganz aus. Ich glaube, ich muss auch mal echt mal Führerstandsmitfahrt bei einer Taurus anschauen. Ich glaube, man das dann auch hört da. Wie so ein Druckausgleich die ganze Zeit. Lass uns mal auf Intervall mal gucken. Sogar hier draußen gut. So, wir dürfen Gas geben. Aber jetzt sind wir wieder im Flachland, wenn man so will. Wir fahren jetzt auf Salzburg zu.
der AFB habe ich mich auf so einen PIP-Schalter hingelegt, so auf dem Wade-Driver. Normalerweise Gangschaltung wäre. So ganz angenehm zum Durchschalten. Ich weiß nicht, wir könnten auch im Anschluss von Freilassing nach Linz fahren mit dem Wade-Jet. Das wäre vielleicht noch was. Na, ja, vielleicht machen wir das sogar. Aber da gibt es erstmal eine Pause dazwischen, wenn wir das machen. Normaler Intervall sein, ohne Regensensor. Da bräuchte ich mir jetzt das Wetterpack, wo das Wetter zwischendrin wechselt, weil es dann intensiver wird. Wir würden uns dann sehen. Also momentan sind wir noch on time, aber bummeln dürfen wir auch nicht. 18 Kilometer haben wir noch. So umdesignt, das ist halt schon viel schöner. Aber schaut, dass wir keine Innenansicht haben. Ich meine, wenn wir später mit dem Railjet fahren, haben wir auf alle Fälle eine Innenansicht. Wissen bei euch, also wenn ihr so einen Stream anschaut, schaltet den eigentlich primär an oder fahrt ihr selber parallel Hintergrundbeschallung? Schreibt es doch mal in die Kommentare, beziehungsweise im Live-Chat jetzt auf Twitch. Das, glaube ich, war ein Regio Express, den drei Wagen da. Das ist etwas, was ich an den normalen Stockholm-Material von RSLO nicht mag. Das sind diese Audio-Glitches manchmal. Generell, ich finde es nicht sauber abmischt. Und jetzt ist, was ich meine. Also so schön, wie es auch gemacht sind, vor allem mit dem Schneeeffekt. Aber die Toneffekte sind einfach nicht so pralle. Also wer kann austauschen? So wie die Taurus. Dabei machen wir mehr Fahrspaß dran. Nachladeruckler, mal wieder.
Gap hier in der Nähe war ein großes Salzbergwerk, wenn ich es jetzt noch richtig von der ersten Fahrt im Kopf habe. Ich glaube, das war hier. Da lädt er wieder nach. Ich habe euch gestern ein Video aufgenommen mit der Class 411 in einem Szenario, wo so richtig viel los war, richtig geil. Ist schon auf YouTube, kommt dann die Tage raus. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich am wenigsten Szenariomaterial habe, das ist wirklich Amerika oder andere noch exotische Länder. Das Dreiviertel ist echt England, was ich so habe. Dann ein großer Teil Österreich, Deutschland, Schweiz, dann Amerika. Und der Rest. Ich glaube, das Exotischste, was ich habe, das ist die Strecke zu Afrika. Also wir haben jetzt nicht ganz 20 FPS, 19 sind wir jetzt. Und auf der Strecke ist nicht viel los. Sind es jetzt da vielleicht 8, 9 Züge, die da rumfahren? Mit uns? Klar, Armstrong, Powerhouse, Weatherpack ist jetzt drauf und unsere Taurus. Aber das sollte jetzt nicht so viel ziehen. Das ist bei einem echt performanten Rechner. Das Spiel ist einfach nicht optimiert. Kilometer noch. Ich wäre fast lieber, wenn das Spiel einfach mal den RAM voll ballern würde, als ständig da nachzuladen. Vielleicht die Frage, wie viel man noch aus dem Spiel rausholen kann, ne? Trains in World, na klar, sieht schön aus, aber für Mods und für die Community ist es eigentlich für den Arsch. Vor allem nachdem der Editor nicht offen ist. Das bricht einfach Trains in World 2 einfach das Knick. Man, ich verstehe es irgendwo mit dem Lizenzproblem, dass ein Editor nicht hergehen können von Unreal Engine. Aber es knackt. Und vor allem, was ich richtig arschig finde, ganz am Anfang haben sie es noch versprochen, ja, kommt ein Editor für euch und dann haben wir es bei Funkstile. Sie hatten ihn sogar zwischendurch mal Zeit gehabt, ne? Und dann ist nö, kommt nicht. No go, nur für Partner. Na klar, weil das eine ganz andere Welt von Editor, weil es der Unreal Editor ist. Mit dem Editor von Train Simulator hier nicht zu vergleichen. Trotzdem schade. Ich könnte natürlich auch sagen, das ist jetzt die Geldpolitik, dass sie Geld machen wollen. Und klar, das wollen sie auch. Weil man muss so ein paar tausend Leute ausgeben, damit man sich hier ganz nett ausholen kann. Naja, ein altes Diskussionsthema. Oh, da kommt schon Salzburg Süd.
wenn wir schon bei Salzburg Süd sind, dürft ihr nicht mehr lange dauern, wenn der Salzburg Hauptbahnhof kommt. Ja, 10 Kilometer sind es noch. War so cool bei dem ersten Szenario, was ich da gefahren bin, um die Strecke zu testen. Da gab es so ein paar Bahnhöfe, wo so Pop-up kommen ist. Ja, die gibt es sicher Zeit für Touristen. Erstmal wieder weiterfahren, ne? Das war nett. Ich glaube, es war der Bahnhof, als ein Pop-up gekommen ist, wo sie gesagt haben, dass es hier einen Modelleisenbahnclub gibt. Und da haben sie dann auch die Webseite verlinkt im Szenario. Das ist ein schönes Detail. So, jetzt dürften noch zwei Bahnhöfe kommen, wo wir vorbeifahren. Wenn ich jetzt nicht im Kopf habe. Eins, zwei. War das jetzt der schon? Ich dachte, es kommen jetzt noch zwei vorbei, wo wir jetzt dann nach den zwei gleich im Hauptbahnhof sind. Ja, es ist noch nicht der. Doch, es sind doch nur noch zwei. Das war schon richtig. Da links ist ein riesengroßer Abstellbereich. Also da fängt hier an, wird da hinten noch größer. Mit Abrollhügel und so. Da kommt jetzt gleich ein kleiner Bahnhof davon. So ein S-Bahn-Inhalt. Da kommt nochmal ein Bahnhof und dann sind wir eigentlich schon am Hauptbahnhof. Genau, da zur linken Abrollhügel. Los da. Gehen wir kurz nach draußen. Ist hier ruckle, ey. Was für ein Rechner muss man haben, damit es hier ruckelfrei läuft? Alter. Ich bin mal gespannt, wie sie uns jetzt da reinführen in den Hauptbahnhof. Bremse klingt interessant.
bin auf Bahnsteig 6. Ah, oh, schon wieder nachruckeln. Ah, oh, das ist nervig. Komm, schaffen wir mal die AFP runter. Angenehmer. So, und dann sind wir auch gleich da. Dann werden wir erstmal eine kleine Pause machen. Und dann überlege ich mir, ob man die Strecke von Freilassing nach Linz mit dem Railjet. Wird ein bisschen dauern, aber wäre eine schöne Strecke. Aber nicht im Winter, sondern wenn es schön ist. Da wollte ich einfach nur mal kurz zeigen, wie das denn aussieht. Wir haben jetzt hier einen 40er, ne? Das ist jetzt unser? Nee. Ja, ich war richtig. Mensch, einmal auf die Signale aufpasst. Und jetzt keine Leistung mehr. Ach, deswegen. Das ganze Vorfeld da ist auf 40. Immer klar, schau mal die Weichen an. Oh, was eine Fahrt, ey. Da will ich mal festhalten da hinten. Und da ist er. Salzburger Hauptbahnhof. Mensch, da habe ich mal eine halbe Nacht drin verbracht, weil ich einen Zug verpasst habe. So. Und da wären wir da. Und wir sind sogar 2 Minuten zu früh. Nice. Salzburg Hauptbahnhof. Und den Bahnhof schneit sogar innen durchs Dach. Naja, Details. Also liebe Leute, ich mache erstmal eine kleine Pause. Überleg mal, ob wir Freilassing Linz mit dem Railjet fahren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt gibt es erstmal Musik auf die Uhren. Also, bis gleich.